Und weiter geht's. Weiter geht's. Mit Trine. Ja. 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 Genau. Wir haben das schon mal hier versucht im vorherigen Part. Es war ziemlich schwer. Es ist auch ziemlich schwer. Wir müssen auf den Turm hochklettern. Also müssen da ja sozusagen quasi hochspringen. Spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Wir haben schon einige Versuche hinter uns. Hey, das Schlag ist. Kein Skrupel. Komm, jetzt geben wir denen. So, genau. So. Haben wir das raffiniert gemacht, Leute? Okay, kommt noch so ein Ding. Aber wir. Oh mein Gott. Okay, das haben wir jetzt gut gemacht. Hier. Lass wir hier lang das machen. Ja, danke dir. Das uns aber. Eigentlich. Warte jetzt mal. Oh mein Gott. Okay, das ist gut. Okay, er will uns hier. Okay, wir haben wieder Mana für unsere. Oh, mit dem Hammer haben wir es ihm aber gegeben. Okay. Das war jetzt gut von uns. Okay, schon kommt noch. Okay, sehr schick, sehr schick. Okay. Wie machen wir denn jetzt das hier? Wir gehen lieber diese Seite. Aber wir machen jetzt mal so einen Zauberer. Diesen schönen. Okay. Das war jetzt wirklich nervenzerreißend. Und damit haben wir gleich einen Doppelkill sozusagen geschafft. Einen doppelten Abschuss. Okay. Das Ding fällt hier lang, aber unser Magier macht es einfach ganz geschwind. Er trägt ihn weg und wir kommen geschwind hier vorbei. Oh, ich bin mit voller Motivation hier dabei, Leute. Das. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, Leute. Das war jetzt echt schon. Oh mein Gott. Das muss doch irgendwie weggehen, oder? Hopp. Hopp. Was willst du jetzt machen, ne? Ja, hast schon recht. Nein, nein! Okay. Nein, jetzt lauf mal weg da. Ah nein, jetzt lauf! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Nein, nein, ich will nicht sterben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir werden hier misshandelt! Oh mein Gott! Ja, töte ihn! Yes! Total! Okay, okay, okay. Okay, komm schon. Jetzt unser Zauberer, er treut uns. Unser eigener Zauberer treut uns. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Zauberer. Wir können also nicht mal die Skelette so quasi bekämpfen. Komm schon, jetzt gib ihm. Ja, genau. Toll. Toll gemacht. Oh mein Gott, wir werden gleich sterben. Wir gehen drauf, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist hinter uns. Ganz dicht hinter uns. Oh mein Gott, wir sind wieder runtergefallen. Okay. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein Gott, Leute, nein! Mit sehr viel Elan bin ich hier dabei. Aber es ist wirklich viel zu schwer. Es ist wirklich eine. Ich habe ja das letzte Zeit ziemlich auch gesagt, dass es viel zu schwer ist. Aber das hier ist übertriebenst. Also wirklich. Es macht Spaß, aber es macht Spaß. Ich bin voller Motivation hier dabei gerade. Und hopp! Oh mein Gott, okay, weiter geht's. Schnell, weiter geht's. Hopp. Wir müssen weiter geht's. Die Spitze weiter geht's. Erreichen. Okay, so geht's. So geht's auch und so geht's auch und so und so. Und so. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ah.
Oh, gibt ja dieser Hammer, der ist so gut. Oh nein, haben wir es mit dem falschen aufgenommen. Okay. Okay, wir machen jetzt mal hier. Dann mit dem hier. Oh, weg damit. Wir liegen jetzt ziemlich gut in der Zeit. Wie sehe ich das? Oh, fuck you! Halt, weg damit. Das war jetzt halt richtig mies und richtig noobig von dem Geist. So eine Kugel direkt unter uns zu, über uns meine ich, hinzusetzen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Boom, boom. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir ziemlich gut. Wir haben noch unsere alle drei Charaktere zur Verfügung. Sind, glaube ich, bei der Hälfte oder knapp vor der Hälfte sind wir momentan. Okay. Okay, komm schon. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Komm schon. Noch ein bisschen. Ich mache das ganz viel mit Gefühl. Das Lava ist direkt unter uns. Scheiß auf Gefühle. Oder dass wir das mit Gefühl machen. Oh, sehr schön. Okay. Der ich gerade eben sehr toll. Hopp. Hopp, hopp. Yes, wie toll. Okay, Leute, wir sind ziemlich gut in der Zeit. Wir haben jetzt noch von der Lebensanzeige her. Oh mein Gott. Dieses Spiel raubt mir noch meinen letzten Nerv, glaube ich. Ja, genau. Diesen Pumuckl hat man dann schon mal, den kleinen Komiker. So, darüber. Hätten wir dann auch noch gegeben. Die Lava steigt langsam auf und ich weiß echt nicht, wie soll ich das jetzt machen? Nein, nein, unser Zauberer ist tot, Leute. Oh, wir sind aber jetzt hier oben. Das ist, oh mein Gott, das ist nicht so toll. Wir werden jetzt ziemlich... Ja, genau, hast du recht. Mach das doch nur. Also nee, wenn das jetzt deren Ernst ist, vom Schwierigkeitsgrad her, dann finde ich das echt übertrieben. Ja, hast schon recht. Ja, mach das nur. Ich muss hier hochjumpen. Wie soll man denn das bitte schaffen, Leute? Das ist doch nicht mehr normal. Der Schwierigkeitsgrad ist viel zu schwer. Als unsere Helden die Punkt Stufen aus. Vorstiegen, fuhr ihnen eine eisige... Also ich finde es übertrieben. Oh, da musst du springen und dann kommen diese komischen Querplatten. Da kannst du nicht weiterspielen, dann fällst du runter, weil die anderen Platten eingefallen sind. Wie sollst du denn da weiterkommen? Soll mal einer erklären? Also das Spiel, es hat zwar eine geile... Wir müssen die Spitze erreichen. Ah, dass wir die Spitze erreichen müssen, das weiß ich schon ziemlich lange. Auf jeden Fall, ja, wir gehen jetzt dahin, dahin, machen das da kaputt und machen gleich den nächsten kaputt und gehen weiter und gehen weiter und gehen weiter. Ja, genau. Spawn nur über mir, du dummer Sack. So, weiter geht's. Ja, es ist unser Zauberer tot. Das ist doch nicht mehr schön, Leute. In einem eigenen Film haben wir unseren Zauberer getötet. Wow, what the hell, Leute. Leute, ich finde das jetzt echt langsam übertrieben. So, haben wir dich dann schon mal wegeliminiert. Mein Gott. Genau, hier unten sind wir sicher vor dem Drum. Drum. Ja. Bewegen muss ich jetzt so, oder was? Ja, hast schon recht. Genau so wollten wir das doch auch machen. Also nee, das ist jetzt langsam echt schon
Und jetzt blockieren die sich noch gegenseitig, ja ganz toll. Ah, warum will der jetzt nicht mehr da hoch? Oh nein, das hat mich getan! Scheiße! Dreh dich! Dummes Miststück. Ja, hast du... Oh mein Gott, oh mein Gott! Toll. Wir haben noch unseren Ritter, aber vorhin hatten wir noch unsere alle drei Charaktere mit fast vollem Leben. Okay, jetzt müssen wir wieder... Es ist so doof, dass es hier keine Checkpoints gibt, weil das ist echt richtig schwer. Das ist nicht übertrieben, Leute. Also, ich finde es übertrieben schwer. Ja, hast doch recht. Ah, genau. Ja, genau. Ja, genau. Total. Bin ich voll deiner Meinung. Das ist vollkommen recht. Ja, genau. Und wir sind... Oh nein, wir haben noch eine Chance, irgendwie das dem zu entrinnen. Oh nein. Ganz toll. Das habe ich sowieso verschossen. Ja, was ist denn daran bitte die Logik, Leute? Das ist doch wohl echt nicht mehr schön. Ja, ich glaube, hier noch so eine komische Schiebka hin oder was, ey, wollt ihr mich doch... Wie... Mir soll einer sagen, wie das machbar ist und der kriegt mir 100 Euro. Wie soll ich als Krieger da vorbeikommen? Das ist unmöglich. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Leute, ich muss jetzt etwas machen, was ich vielleicht nicht so toll ist, aber ich mache. Ich tue mal die Schwierigkeitsstufe von Mittel auf Leicht runterstellen, weil... Ansonsten ist es echt nicht möglich, das Spiel durchzuspielen. Also für mich ist es nicht möglich. Spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze Lava erreichen. Nicht in den Vorsprung. Ich springe ins Lava, nicht in den Vorsprung. Verstehst du das? Was macht der jetzt hier? Und spawnt er da oben? Ich will in die Lava, Mann. Geronimo! Okay. Schwierigkeitsgrad wechseln. Ja, halt einfach nicht ändern. Level neu starten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schwer es jetzt ist. Da kann ich ja beim Boss dann. Das fühlt sich nicht gut an. Ich finde. Oh. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Komm doch her. Wir werden es jetzt schaffen, Leute. Weil wenn wir es jetzt schaffen, dann ist es machbar, aber auch leicht für mich. Ich schaffe es aufs Mittel, glaube ich, würde ich es nicht so leicht schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt leicht schaffe, aber es wird doch. Es müsste eigentlich jetzt leicht. Ja, hast doch recht. Keine Hobbys oder so. Da tut er einfach über uns so spitze Eisenkugeln hin, damit wir auch ja schön sterben gehen. Tot. Geh tot, genau. Die Mana will ich schon noch haben. So, so. Ja, noch volles Leben. Oh nein, oh nein! Oh nein! Nein, du gehst da rüber. Okay, okay. Okay, komm schon. Zauberer, 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 Zauberer. Boom!
weiter geht's. So. Ja. Fail. So, voll gegen den Kopf. Ja, chill, ganz beruhigt. Ganz beruhigt. Osch. Auf den. Okay, ich verstehe nicht, wie ich da weiterkommen soll. Also ich verstehe es nicht. Da kommt ein Ding und blockiert mir dann jetzt Weiterspringen und ich soll da irgendwie dann weiterkommen. Also, liebe Spieleentwickler, wenn ihr irgendwie Lösung habt, wie man da bitte weiterkommen sollte, sagt es mir doch bitte. Soll man da 10.000 mal runterfallen? Okay. Falls der Sinn darin besteht, da die ganze Zeit runterzufallen. Sehe ich ihr Spiel als wirklich inkompetent an und ich hasse es ab jetzt, weil ich jetzt gleich wieder... Okay. Also ich finde es really shit, was sie hier zusammen ohne irgendwelche Checkpoints hier hochzukommen. Das ist ja schon erwähnt. Das hier ist ja schon übertrieben, dass da so komische Dinger kommen. Dann habe ich nicht mal einen Checkpoint rein zu tun. Das ist ja schon gewagt. Ja, mach du das mal. Oder habe ich ihn runtergekickt, okay. Ja, okay, wie soll ich da jetzt mal testen, ob da gleich was kommt? Warte mal. Kommen auch nicht hoch. Okay, was ist denn das Lava? Kommt da kein Lava oder was? Vielleicht, das ist dann auch langweilig. Ihr habt Abstand halten, habe ich gesagt. Wenn da kein Lava kommt bei Leitern, ist es ja auch nicht mehr so toll. Mit Lava, glaube ich, wären wir schon längst tot. Okay. Okay. Wir machen uns hier keine großen Gedanken und wir starten einfach wieder weiterhin durch. Und machen unser Ding, lassen die anderen ihr Ding machen und dann hauen wir dir mal eine auf den Kopf. Und dann ist die Sache für uns so gut wie, oh mein Gott! So gut wie, oh mein Gott, genau. Auf einmal kommen diese Eisenspitzkugeln da auf uns zu. Okay, so weit waren wir noch nie. Okay, ich bin noch auf leicht. Sollte man dabei bedenken. Auf den Kopf, immer schön auf die Nüsse. Das ist auf den Kopf. Okay. Wir machen das jetzt mal ein bisschen so, dass man das wieder ins Gleichgewicht bringt. So. Nein, nicht die andere Richtung. Ist das doof? Okay. Stoppen, andere Richtung stoppen. So, den mache ich mal. Genau, der kann ja noch diese Dreiecke, der kann er ja auch noch machen. Ich mache ein Dreieck, was macht er? Er macht ein Viereck. Mit einem Würfel. Okay, ich schätze, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ein Checkpoint! Ja, das ist sehr schön. Und wir könnten... Oh mein Gott. Was ist dein Problem? Du feige Sau, traust dich nicht auf dem 1 gegen... Achso, jetzt kommt er schon von nächsten Nähe, oder wie schaut es jetzt bei euch aus? Ich will aber kaum leben. Ich will wieder des Lebens... Ich will wieder das Spiel auf Ding machen. Ich will wieder auf normal spielen jetzt. Ja, kommt's noch mehr. Ich habe ja kein Problem damit, da hier 10.000 zu besiegen. Ich will ja auch mal irgendwann hier auch wieder Freizeit haben, aber... Ja. Ja, kommen noch die zwei kleine Federmäuschen. Die machen wir mit dem... Und so. Okay, was ist denn da oben, Leute? Ich glaube, da hoch müssen wir... Oh mein Gott, was ist da? Oh mein Gott, wir sind ja... Ja, achso, der steht ja neben mir und kann machen, was er will, oder wie schaut es bei euch jetzt aus?
Okay, wir haben wieder Leben bekommen, ich weiß zwar nicht woher, aber es ist geil. Jetzt komm schon, schieß drauf, schieß drauf. Okay, unser Zauberer. Komm schon. Ja, du dumme Fledermaus. Schieß doch mal gegen die Fledermaus. Oh nein. Oh nein. Okay, Leute, ich habe eben kein Fell, weil ich nämlich... Auf jeden Fall, ich hatte eben einen kleinen Fail, wie gesagt. Und ich muss jetzt eben zweimal abbrechen, das ist, tut mir leid, weil ich nämlich, oh mein Gott. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon. Großmembranmikrofon von T-Bone. Das T-Bone ST440 sagt vielleicht einigen was. Sehr beliebtes Mikrofon bei Let's Playern. Und ich habe gedacht, ich habe noch nicht das umgestellt, dass ich jetzt umsonst hier alles geredet hätte. Und, ja, umsonst geredet hätte. Das ist unsere... unsere Chica, unsere Senorita ist tot, wir haben sie wiederbelebt. Komm schon, voll gegen den Kopf. Und ich bin ja noch, wie gesagt, ah genau, hast schon recht, ja genau, hast schon recht. Was hast du für Probleme? Genau, so. Warum hier drüben? Hier unten ist doch der Checkpoint. Gib ihm einfach. Oh, was für ein Blitzdonnerhagel oder was das doch mal darstellen sollte. Okay, jetzt mach einfach mal so einfach. Okay. Okay, wir haben es hochgeschafft, Leute. Wir haben es hochgeschafft. Weil was jetzt passiert. Eine kleine Zwischensequenz, wie es aussieht. Wie es aussieht, eine kleine Zwischensequenz. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ein helles Licht. Okay. Wir haben uns wieder aufgeteilt. Also wir sind nicht mehr eine Person, die wir wechseln können. Wir sind drei verschiedene. Und unser Ritter hat die Lady gerettet. Unsere Räuberin, Banditin. Hat einfach den Hammer ihm auf dem komischen Skelettenhain auf den Kopf gedroschen. Und er ist tot, wie es aussieht. Und wir sind mit dem Let's Play anscheinend durch. Also es kommt noch was. Und es wird was kommen. Und zwar Trine 2, es wird dann noch eine Zeit lang hindauern, aber ich werde jetzt auch noch Let's Playen. Ich schätze, ich hoffe es zumindest, dass ich dazu komme. Als aber das jetzt Böse hat... verschwand, wurde der alte König, oder was auch immer von seiner menschlichen Seele übrig geblieben war, freigesetzt. Die Artefakte stellten das Gleichgewicht der Welt langsam wieder her. Das Leben und die Freude kehrten in das Königreich zurück. Im Frühjahr wurde ein neuer König gewählt. Der neue König bot unseren Helden eine Belohnung. Der Ritter lehnte es ab, Hauptmann des königlichen Heeres zu werden. Stattdessen folgte er am Ende seines Vaters Hoffnung und erkannte seine andere Passion an, die des Essens und des Bieres. Er wurde königlicher Bierlieferant. Der Dieben wurden Reichtümer jenseits ihrer Vorstellung angeboten, aber sie spürte ein Verlangen, zu den Ruinen im Wald zurückzukehren. Der König bewilligte ihren Wunsch und gab ihr die Herrschaft über den Wald, in den das Leben langsam zurückkehrte und der die alte Pracht wiedererlangte. Und der Zauberer? Er verstand am Ende, dass der Weg zum Erfolg nichts mit dem Feuerballzauber zu tun haben musste. Er war sich nicht sicher, was es war. Aber das Königreich zu retten, half auf jeden Fall. Nachdem er ein paar Jahre mit einer Frau namens Margaret verheiratet war, brachte diese Drillinge auf die Welt. Ein faszinierender Augenblick, wie viele sagten. Allerdings wissen wir nicht, ob der Vater Stolz, Scham oder beides empfand, als alle seine Kinder den Feuerballzauber vor der Vollendung ihres ersten Lebensjahres meisterten. Aber trotz allem, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.
So, und das war's jetzt von dem Trine Let's Play. Eine kleine Kritik an das Spiel von mir. Ja, es gibt Sequenzen, das ist einfach, es ist viel zu schwer an den Stellen. Also, es ist richtig schwer, meiner Meinung nach. Im Großen und Ganzen, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich ein paar Mal nervös geworden bin, aber im Großen und Ganzen hat es wirklich, ehrlich gesagt, Spaß gemacht. Die Grafik bezaubernd, also richtig hammermäßig. Was Besseres kann man sich für so ein Spiel nicht wünschen. Empfehlungswert, ich würde es weiterempfehlen an jeden, der solche Spiele mag. Es ist top, eins der besten Spiele von den Side-Scroll Jump and Run Games, die ich bis jetzt gespielt habe. Und ja, dann, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, solange dieses abläuft. Dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, Abspanntitel oder wie es da, oder wie es heißt. Auf jeden Fall, ich kann es weiterempfehlen, wie gesagt, an jeden. Wenn ihr leicht austickt beim Spielen, ist es vielleicht nicht so für euch geeignet. Nicht, dass dann irgendetwas danach kaputt ist, euer Fernseher oder so. Vielleicht bin ich auch einfach nicht dafür das Spiel gemacht, und ich weiß es nicht. Ich habe einfach ein paar Stellen viel zu schwierig gefunden. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel top, und die Grafik, wie gesagt, wie schon mal erwähnt, ist auch exzellent. Ja, bald kommt dann ein neues Let's Play von mir. Was es ist, verrate ich euch noch nicht. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich tendiere schon zu einem Spiel. Und ja, da würde ich sagen, ich lasse das hier noch ablaufen. Und ja, singe dazu lustig. Nein, Spaß. Ja, ich lasse es einfach noch ablaufen, und es kommt nichts mehr. Tschüss, meine Freunde, bis zum nächsten Let's Play von mir. Und spätestens bei Minecraft sieht man sich wieder. Ich glaube, das reicht jetzt dann auch. Ich beende es jetzt einfach mal, weil diese Sequenz ist viel zu langweilig. Das interessiert ja eh keinen. Okay. Pet to New Dawn. Down. Was ist das jetzt? Was ist jetzt das? Wäre ein Kartenabschnitt. Was ist das? Schauen wir das auch nochmal an. Ha. Bestätigen. Was ist das denn wohl? Ich weiß es selber nicht. Okay, irgendwas Neues. Machen wir das auch noch schnell. Falls irgendjemand hier zuschaut. Oh mein